Ein Dachstuhlbrand im Marburger Ortsteil Borzhausen hat am Montagabend 30 Einsatzkräfte, mehrere Feuerwehren in Atem gehalten. Das Feuer war gegen 21.30 Uhr in einem Wohnhaus in der Bodenfeldstraße ausgebrochen. Verletzte gab es keine. Die Feuerwehr konnte zwei Hunde aus dem brennenden Gebäude retten. Den eigentlichen Brand hatten die Feuerwehren schnell unter Kontrolle. Sie waren allerdings noch bis spät in die Abendstunden mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache wird noch ermittelt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.